In Ordnung. Dann, ja, wollen wir mal, wie gesagt, wir genießen nochmal die Aussicht. Ist auch eine wundervolle Aussicht hier mit dem ganzen Puderzuckerschnee hier, um ein bisschen Yoga zu machen. Vielleicht ein bisschen kalt, wobei, wenn man hier diese heißen Quellen hat, die richtig Dampf abgeben und so. Ich glaube, die heizen so die Umgebung auch schon ziemlich gut auf. Von daher ist es vielleicht gar nicht mal so kalt oder so hier. Auch wenn es winterig ist und Eiszapfen hier runterhängen. Und hier, ich habe gerade auf den Berg geschaut, nicht auf seinen Hintern. Das ist, ich schwöre. Auch wenn hier sehr, sehr viel Schnee und Zeug. Und da ist sie ja schon. Ach so, ich muss jetzt zu ihr hin. Ah, ups. Stimmt. As expected. Too crowded and too little heat. Pampered weaklings with their delicate skin. No, I'll pass. Maybe later. Okay, da können wir sie auch umbringen, aber... I believe you booked time for a yoga lesson. Yes. To be honest, I was beginning to wonder if you're ever going to show. Glad you're here. If you will just follow me. Das... Ja, das ist da drüben. Ja. Ganz großartig. Aber ich meine... Oder das Wasser halt so heiß, dass sie sich da drin verbrennt. Oder was? Aber es ist, das ist keine Yoga-Kleidung. Muss ich hier machen? Was? Ah, okay. Let us begin with upward facing dog when you're ready. Ah ja. Genau. Dass er es aber auch kann? Ich hätte jetzt keine Ahnung, wie der funktioniert. Puh. Lord of the Dance? Fluid movement. Very good. Now, transition into Lord of the Dance. Remember to breathe throughout. Ha. Huh. Der hat echt ein bisschen Ahnung davon. Das schaut ganz gut aus. So ein bisschen wie so Interpretationstanz. Warrior 2 pose. Call. Und die Musik dazu. Stay there for a while. Oh, ja. Changing sides. Be strong. Ah ja, noch einen Schritt nach vorne. Noch einen Schritt nach vorne. And finally, tree pose. This one is tricky. Find a good spot for it. This is a view to die for. Genau. That's both targets down. Time to find an exit. Oh, what a view to die for. Ach, schön. A bit of a stretch, ja. Gibt's nur einen Ausgang eigentlich? Ne, es gibt mehrere Ausgänge. Okay. Herrlich, ich bin begeistert. Ach, das war schön. Ja, das war's dann auch schon. Das ist gar mal so schwierig mit den Opportunities zumindest. Das hat schon, hat ganz gut geklappt irgendwie. Ah. Ja, gut, dann ziehen wir jetzt gleich wahrscheinlich die nächste Cutscene wieder. Tja, wir doch, oder? Ja. So. Very smart, very capable und sie ist gerade hier runtergefallen. Miss Burnwood. That's not what my ticket says. We received your message.
loud and clear, I might add. Honestly, you could have just sacked the poor guy. I didn't catch your name. No, you didn't. There'll be no retaliation, not for Soders, nor any other recent fiascos. Someone's been meddling in our affairs, killing our operatives, and making the ICE look like fools. I think you got close to that someone. Closer than we've ever been. That's why we're hiring you to take him down. I don't think so. Don't rattle our cages, Miss Burnwood. You really have no idea. You spy on us, bribe our people, and you have the gall to demand our help. No. You can't be trusted. Even so, we've been around for a long, long time. I think we could help each other. Some 20 years ago, your agency took in a young man with no past and extraordinary skills. In his own special way, he cares about you, and vice versa. And ever since that time, you've never stopped wondering where he came from and who made him what he is. There was a doctor. Some depraved experiment. But he's gone now. Ah. Well, if you believe the questions died with him, we have nothing further to discuss. If not, as I said, I think we could help each other. Partners, then. Cheer up, Miss Burnwood. We are the lesser evil. This terrorist. He wants nothing but chaos. He's only a terrorist if you win. Miss Burnwood, we won a long time ago. This is maintenance. Ja, reizendes Kinderfoto. Oh. Na, okay. Reizenderes Foto zumindest, als das, was wir vorhin gesehen hatten gerade. Das sah schon als Kind genauso aus wie jetzt, nur als Mini-Version. So, wie eine Matrioschka-Puppe im Grunde. So, großer 47, kleiner 47, 4,7 vielleicht. Naja, gut. Ja, das war Hitman zumindest die Staffel 1 sozusagen, die ersten paar Episoden. Das kommt ja im so ein bisschen episodischem Format kam das raus. Ich habe es mir erst gekauft, als alle schon draußen waren, plus Bonus-Episoden. Also habe ich das so gar nicht mitbekommen. Ich habe es erst sehr spät gekauft. Aber anscheinend kam es episodisch raus und anscheinend ist auch noch geplant, weitere Folgen rauszubringen. Die würde ich dann auch gerne aufnehmen. Oder schöne Bilder. Die würde ich auch gerne dann aufnehmen. Oder vielleicht auch nicht und dann halt auf jeden Fall spielen, aber weil hat mir wirklich Spaß gemacht. Dieses Spielen war ein bisschen ging es ein bisschen schneller zum Ende, als ich dachte, weil die Karte auch richtig klein war eigentlich in Hokkaido. Das war jetzt nicht so anspruchsvoll. Ich fand ich ihn am schwierigsten.
keine Ahnung. Ich glaube, Sapienza fand ich zu Beginn am schwierigsten, aber die Sache ist die, wenn man mal ein bisschen eine Idee davon hat und ein paar Sachen vielleicht auch freigeschalten hat, auch ein paar Sachen um rein, also auch zum Beispiel Kostüme oder so oder Startpunkte oder so, oder dann ist es sehr viel einfacher und man fliegt so durch die Level durch und dachte sich, warum hatte ich jemals ein Problem damit? Ich habe ja beim ersten Mal Dings, Paris auch schon ziemlich Probleme gehabt hier. Noch, oder ich kam zumindest nicht so schnell da zurecht. Mittlerweile habe ich es, glaube ich, auch schon geschafft, es innerhalb von, was, 10 Minuten oder so, gefühlte 10 Minuten zumindest, durchzuspielen, ohne irgendwie überhaupt aufpassen zu müssen. Also, von daher, je länger man spielt, und ich finde, das hat halt auch so ein bisschen wirklich einen Wiederspielwert, auch durch diese, zum Beispiel diese Contracts, die ich jetzt eigentlich gar nicht gezeigt habe, aber das würde auch echt, ich meinte nicht Contracts, ich meinte eigentlich die Escalations, die habe ich auch nicht gezeigt, aber Contracts oder Escalations zu zeigen, würde auch zu viel Platz hier einnehmen, und ich glaube, so wie die Main Story und die Bonus-Dings durchzumachen, das reicht, das passt, das ist in Ordnung so, das kann man so lassen. Also, ja. Genau. Ja, aber wie gesagt, also ist ein super spaßiges Spiel, das mir richtig gefällt, dass ich auch noch durch diese ganzen Contracts und Bonussachen und Challenges und so sicherlich noch weiterspielen werde, weil ich will jetzt auch nochmal sehen, wie die von dem Kabel da runter, von dem Cable Car runterfällt. Und solche Sachen. Also das werde ich garantiert noch mehr als einmal noch ein paar Level da dran rumspielen. Jedenfalls, wie gesagt, mir hat es einen Haufen Spaß gemacht. Ich hoffe, euch zum Zuschauen hat es auch ein bisschen Spaß gemacht. Und ja, dann bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Oder das ist zumindest im Hintergrund. Oh, Production Babies. Süß, so viele. Ken, oh Gott, mit dem Namen. War ich denn jetzt? Ken abgelenkt. Wo war ich denn jetzt stehen geblieben? Ich habe keine Ahnung. Jedenfalls, danke für die Aufmerksamkeit. Ah, genau. Und auch danke, wenn ihr es einfach nur so habt im Hintergrund laufen lassen, während ihr, keine Ahnung, gekocht habt. Oder gegessen habt. Wie viele es machen, keine Ahnung. Aber ja, danke dafür. Danke auch an alle Leute, deren Namen hier jetzt gerade durchgelaufen sind und noch weiter durchlaufen. Dass sie dieses tolle Spiel zusammengeklöppelt haben. Und ja, Mann, ich bin immer beeindruckt, wie viele Leute bei sowas mitarbeiten. Genau, in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen weiteren Tag oder einen guten Morgen oder gute Nacht oder irgendeine sonstige schöne Tageszeit. Und ja, genau. Wir sehen uns wieder wahrscheinlich jetzt erstmal nicht direkt, weil ich noch in Urlaub gehe. Und da wäre das ein bisschen unpraktisch, vorher noch was irgendwie aufzunehmen, wenn ich dann 2 Wochen lang weg bin. Aber danach vermutlich irgendwann mal mit irgendeinem Projekt, wenn ich wieder Lust auf etwas habe und etwas hochladen möchte. Was Lustiges, Spannendes und mit Popcorn. Genau, in dem Sinne dann aber genug geredet. Ich glaube, mein Mund ist schon ganz trocken. Genug geredet. In diesem Sinne, wie gesagt, danke fürs Zuschauen, danke fürs Programmieren und Machen. Und genau. Bis zum nächsten Mal. Tschüssikowski.
Just 'cause we're a million miles away.